Gegen die Herzlosen kann der eigentlich fast nichts ausrichten. Man kann doch gar nichts gegen die ausrichten. Ich frage mich aber trotzdem, wo die bleiben. Ich sehe mal so null Herzlose hier. Gleich. Aber ich finde, da. Jetzt hängt's an, diese Kacke hier. Also schaut mal auf die Anzeige kurz. Da rührt sich eigentlich gar nichts. Was ich eigentlich ziemlich ulkig... Biest! Hilfe! So. Aber der ist ja stark genug. Ja, also wir machen, glaube ich, gerade nur Schaden, weil wir Magie haben und dadurch hier unser... Kann man die nicht einfach nicht sehen? Könnte man schon, ja. Weil es bringt dir fast so, mal so gar nichts, hier rumzukloppen. Ja. Das ist mal so überhaupt nichts. Alleine bei den Dingern. Da. Defendor. Verschlossenes Tor. Ja, und das kriegen wir nämlich erst auf, wenn hier keine Gegner mehr sind. Weil... Nie. Beast. Los, zu dem Beast! Wo kann der hier Magie-Ding finden? Machst du Schaden? Nö. Du musst jetzt auch in die Regeln gucken, ne? Das ist jetzt so abartig, wenn man da... Weißt du, und weißt du, wir reißen uns den ganzen Weg den Arsch auf. Also, und Rico kriegt einfach mal Schlüsselschwert. Einfach weil er denkt, ja. Später sein Warenmeister, ja. Wer der ist Motherfucker? Hart. Thank you. Kann man jetzt kurz untersuchen. Noch verschlossen, zuerst den Untergrund untersuchen. Müssen wir hier runterspringen? War das jetzt so gut? Ja. Genau, ja. Hier sind wir richtig. Beiseite! Weißt du, dass das richtig war? Weil es hieß erst den Untergrund untersuchen und ich weiß, dass wir erst in den Keller müssen. In den Keller? Ja. In den Geheimraum. Mit Kater kam. Aber ich hasse Schattenfasare. Sie sind überall und beißen dir in den Kopf. Wir versuchen sie nur den Kopf abzubeißen, damit sie den Körper haben. Ja, ich glaube auch. So, da kommen wir nach oben. Wir müssen aber durch die Bubbles. Meine Bubbeln. Die Bubbles sind das größte, Leute. Die Bubbles mögen mit dir sein. Die Bubbles. Die Bubbles. Ich erhoffe mir ja einen Speicherpunkt und so. Ah, geil! Okay. Ich erhoffe mir einen Speicherpunkt. Oh. Nee, jetzt sind wir durch den Keller und jetzt ist es gut. Jetzt sind wir im Keller. So. Nee, dann würde ich sagen, wir machen das nächste Mal hier weiter, liebe Leute. Wir sind Was? Schon hier ordentlich. Was? Warum? Warum nicht? Warum? Das ist nicht mal 6, Mann. Junge. Ja, weil ich das Ganze noch rendern muss. Sonst kriegen die lieben Bibolines hier keine Videos. Junge. Aber Junge. Okay, wir machen noch 10 Minuten. So. Klar, ich bin nur... Ist ja nicht so, dass ich diejenige bin, die den ganzen Stress und sowas hat. Ja, wir stressen. Nochmal drauf, bitten. Ja, was? Das ist anstrengend, das Ganze zusammenzuschneiden. Wo? Achso. Das muss gehen in den Finger. Thank you. So, warte mal, wie ging das hier nochmal? Auslösen. Bing, boom. Oh, ich hasse ja so eine verrücktes Labyrinth-Kacke, ne? Wir kommen in Holobestchen. Verrücktes Labyrinth-Kacke, sag ich doch. Das wäre jetzt lustig, wenn das Biest draußen gewesen wäre. Ich hätte jetzt echt gedacht. So, dann muss man hier... Ja, ich habe ein bisschen auf eine Beast. Ringe. Habe ich schon mal erwähnt, dass die KI vom Beast nicht so supi ist. Ja, ich trotzdem auf Final Fantasy 10. Mit ja, dem Spiro-Zeugs da. Ja, die ganzen Prüfungen bei den Tempeln. Ich hab das gehasst. Ich hab das so gehasst.
Du musst diesen Feuerkristall einsetzen und brennt dort. Dann nimmst du ihn wieder raus, dann ist es komisch und dann nimmst du einen anderen und macht das. Ja, so ist das. Das fand ich voll abartig immer. Wo müssen wir. Ah, hier ist so ein Leuchtdienst. Also ohne Lösungsbuch hätte ich das nicht hingekriegt. Manches geht auch so, aber wenn du die geheimen Waffen haben willst, dann musst du das schon haben vielleicht. Außer du kannst das Spiel auswendig, natürlich. Oh nein! Alter, was hat er gerade mit seinem Mund gemacht? Das, das sah gerade richtig gruselig aus. Jo, gönn dir, Biest. Gönn dir. Zahnräder! Etwas hat sich geöffnet. Schnell zum... Da. Ja. Eingang. Irgendwas mit Eingang. Ab in die Bubble! Du, nee, jetzt hat sie nämlich erst das große Tor geöffnet. Natürlich. So, und jetzt müssen wir... Ich gehe auch immer in den Keller, um unsere Haustür aufmachen zu können. Wenn wir denn einen Keller hätten. Ich muss mal ganz kurz überlegen, was ich hier öffnen muss. Ich glaube, die hier. Das war richtig schlimm, Mama. Und ich habe erstmal über Old Good Times geredet. Ups. Nee, halt, ich muss das machen. Was? Old Good Times? Mhm. Was ist das? Die guten alten Zeiten. Ach so, ich dachte, das wäre irgendwie so eine Wannabe-Serie oder so. Nein, wir haben so über gute alten Zeiten so geredet, so von damals. So von da mit unserem Keller und unserer Wohnung und Oberhaltgeschoss und so. Und wo du mich immer von Horrors, also dem Hund, für alle, die es nicht wissen, wo du mich immer in diesen Käfig eingesperrt hast. Du wolltest da immer rein. Nur zu meiner Verteidigung. Wobei, hast du mich auch da drin gelassen, weißt du? Ist ja nicht so, als hätte man das Ding von innen nicht auch locker floggy aufbekommen. Ich war klein. Naja. Klein. Fünf. Klein. Fünf. Klein. Fünf. Klein. Fünf. Wie? Klein. Also du hast mich ja nicht von Anfang an da reingesteckt. Das ist ganz lustig. Und weißt du noch immer, auf Omas Nachttisch, da haben wir immer Marienkäfer gesammelt. Marienkäfer? Ja, so kleine Holzmarienkäfer. Die man aufkleben kann. Die normalerweise haben die so einen Klebenupsi da unten und den kann man die aufkleben. Die waren immer aus Holz. Und jedes Mal, wenn wir neuen Marienkäfer gefunden haben, weil Oma oder weiß ich nicht, oder Opa, ich weiß nicht, irgendwie so zwei, drei Marienkäfer immer so auf dem Tisch hatte. Auf diesen kleinen Nachttischrang. Ja, so, und da hatten wir immer so kleine Marienkäfer. Und jedes Mal, wenn wir Marienkäfer gefunden haben, so ein kleines Holz oder so ein Plüschtier oder was weiß ich, dann haben wir immer diesen Marienkäfer auf den Tisch raufgelegt. Und dann hatten wir später so eine Horde an Marienkäfern da liegen. 10.000 Holzmarienkäfer. Ja, nicht nur Holz, sondern auch auf Plüsch und... So Leute, verzieht euch, wir gehen jetzt durch die Tür. Aua. Das war jetzt sehr stylisch, liebe Leute. Irgendwas hat er gerade voll gegaggt. Flibbert. Das sah gerade irgendwie ungesund aus, ich weiß auch nicht. Was kommt hier? Katzi? Ui. Ja. Jetzt sieht man mal richtig, was da jetzt ab... Ah, Schneewittchen habe ich vergessen. Schneewittchen? Hä, wen habe ich denn gezählt? Verdammte Scheiße, egal. Und Kairi kriegt so einen extra Platz in der Mitte, weißt du? Ja. Und Malefiz ist wahrscheinlich, keine Ahnung. Oh, reinstes aller Herzen, offenbare mir das Schlüsselloch. Pling. Sechs. Aber leise mal was abschalten. Nice try, dude. Nice try. Nice try. Drei. Tri. Ich habe mir immer gewünscht, dass sich Manfred mit ihren langen Mantel da auf der Treppe abpackt. Putsch. Einfach so Batsch. Oh nein. Kommt nicht Rico jetzt? Sei auf der Hut. Sie sind in der Nähe. Das fühle ich. Bist du bereit für sie? Well? Fiese Sache.
Alle, hör auf, nein! Beast ist so... nicht dumm, aber... Nein, nicht ohne Kairi. Die Dunkelheit wird dich vernichten. Schicken Rock. Oh, ich hasse diesen Anzug, ey. Vielleicht vernichtet sie meinen Körper, aber nicht mein Herz. Mein Herz wird bei meinen Freunden bleiben. Es wird nie sterben. Wirklich? Das werden wir ja sehen. Jetzt kommt. Das finde ich so abgefahren. Das Speed Goofy kommt. Jetzt endlich in Ruhe. Ja, Speed Goofy. Er ist fortwürdig. Nie im Leben. Aber ich werde Sora auch nicht verraten, weil er nach allem, was wir zusammen erlebt haben, einer meiner besten Freunde geworden ist. Bis später, Donald. Sagst du dem König, dass es mir leid tut? Warte, Ofi. Das werden wir zusammen tun. Du machst ja alle für allen. Du wirst uns nicht mehr los, Sora. Tausend Dank. Donald, Goofy. Oh, die Augen, Alter. Wie willst du kämpfen ohne Waffe? Ich weiß, ich brauche das Schlüsselschwert nicht. Ich habe etwas Mächtigeres. Mein Herz. Dein Herz? Wie soll dir dieses kleine, schwache Ding helfen? Auch wenn mein Herz schwach ist, es ist nicht allein. Mit jeder neuen Erfahrung ist es gewachsen und hat unter all den Freunden ein Zuhause gefunden. So wie ich Teil von ihren Herzen wurde, wurden sie Teil von meinen. Und wenn sie ab und zu an mich denken, wenn sie mich nicht vergessen, werden unsere Herzen eins werden. Ich brauche keine Waffe. Meine Freunde machen mich stark. Sora for President. Votet bitte jetzt. Well. And I got the cool one. Ja, ja. Wer ist pissig? Riku? Riku, yeah, Riku. Oh ja. Er ist so ein bisschen kurz auf dich zugestimmt. Oh, Donald. Donald, Goofy. Donald und Goofy. Ha, getecht. Aua. Komm mal runter. Komm mal runter, Peter. Klar. Voll auf Peter. In die Fresse, Junge! Au! Ja, sag dir nicht jetzt. Hey, er hat ordentlich geschluckt, ja? Aero wie hier, Aero. Ah, ja, Mama! Mami da! Don't forget it! Die Smart Girl! Ja. Total. Ich hau ihn einfach die ganze Zeit mit Sprüngen ins Gesicht, ne, passt das. Aua. Also, er springt dir gleich ins Gesicht. Oh, danke, Donald. Dafür hast du Teammate? Mhm. Ja, aber Sora meinte ja, er kommt ja allein gegen Herkules an. Mhm. Hey, dieser... Du warst einfach nicht Hot Wheels genug. Ja, ich glaube auch. Das zwiebelt! Das zwiebelt! Ich nehme mir mal ganz kurz diese grünen Bubbelchen, ne? Das ist so... Oh, du gehst mir auf den Zeiger, Riku! Die Lage nicht. Los, hoch. Mensch! Alter, er ist auf Kindes dran. Also, ist Level auf. In die Fresse. Du bist Level 40, Glückwunsch. Ja, ich bin, glaube ich, für das Dings hier unterlevelt. Glaube ich. Riku war echt einfach. Du bist das eine Mal, bist du voll auf 2, 3, 4 Mal gestorben. Das war nicht der Riku. Nicht der Riku. Ich treib die Lage. Ich hau ab. Er hat sich wieder beruhigt. Dein Herz hat also den Kampf gewonnen. Beast weiß was. Eigentlich war es Goofy, der den weiße Trio-Tech. So, und jetzt behalte ich Donald und Goofy. Ich mag zwar das Beast, aber hier kommen noch so viele Trio-Techs. So, ach, ja. Danke Gott. Die arme Vase, Rarität, Klatsch. Wie macht einfach irgendwelche jahrhundertalten Vasen kaputt? Ja, Rarität, pam. In die Fresse. So, was? Du musst dich zur nächsten Option mit eingehen. Ah ja, genau, hier musste ich ja später dann rein. Später? Vier Aushöhlungen sind zu sehen. Wir dürfen jetzt erstmal Puzzleteile besuchen. Ach scheiße, was war ja das? Oh, bestimmt in dieser
Tonne, wollte ich sagen. Bestimmt in dieser Vase. Irgendwo. Oh. Ein Hyper. Oh, hi. Potion. Nee, was, wo müssten wir denn mal hin? Eine Heilpotion. Was bist du? Ah, nee, du bist nur ein kaputter Sockel. Ein kaputter Sockel. Hä? Ach, da oben ist eine Tür. Lol, wusste ich. Bibel. Ach, so mal so ein Haus haben, ne? Das wäre echt geil, so eine riesige Villa. Ach ja, hier ist ja... Was kommt diese Bücherkacke, ne? Bücher sind einfach... Das ist die A-Reihe, ein Buch fehlt. Oh, da liegt ein Buch. Karma BD erhalten. Was ist die Reihe Karma BD ins Regal stellen? Voll das Riesen. Voll der Riesenwälzer, ne? Voll der Schinken. Richtig heftig. Also Bell wird sich ja hier voll wohlfühlen, ne? Glaub auch. Na? Wie lange man wohl braucht, um die ganzen Bücher da durchzulesen? Also auf jeden Fall hat man ein paar Jahre hier gut was zu tun, so nicht. Also ich sowieso, weil ich x Millionen Jahre für ein Buch brauche. Das war schlecht gedreht, Leute. Nochmal. Okay, drehen wir nochmal. Er lässt mich da nicht ran. Irgendwie gab es hier noch einen Trick bei den Teilen, aber irgendwie... Das war gegen... Einfach die Bücher an Brand setzen. Das wird helfen, Mama. Das wird helfen. Die ganze Bibliothek an Brand setzen. Irgendeinen Tipps... Konnte man hier nicht irgendwas... Nee, Zeit musste da... Irgendwas musste man machen. Ich weiß bloß gerade nicht mehr was. Nee, kommen wir her. Sollte vielleicht mal die Treppe hoch, wa? Kommen wir her. Was ist das hin? Ist da noch mehr? Ist da ein Tunnel? Ist da ein Licht? Und was für ein Fliegprofi? Weil es kann. Ja, es kann. Hier ist noch so ein Teil. Drehen. Drehen. These are the things we lost. The things we lost in the fire, fire, fire. Gimme that thing. Muss man irgendwie so einen Rechtmoment drücken? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wie funktioniert? Probier es einfach mal aus, mal gucken, was funktioniert. Nee, echt, ich bin mir grad... Warte mal. Alle guten Dinge sind vier, oder? LOL! Okay. Hä, ist nicht dein Ernst. Hä, Moment, ich probiere das nochmal. Wenn das jetzt daran lag, dann schrei ich. Die Bücher einsammeln? Mann, aber... Hier ist eine Kiste, Mann. Ja, dann laufen wir die Regale, wie es normale Menschen auch tun, ne? Jetzt noch nicht sonst noch so ein Training? Ja, gleich aber. Erstmal hier hin. Das ist gleich so ein Training. Warte kurz. Wow. Dafür sein Leben riskieren. Ich riskiere nicht mal mein Leben. Oh. Du kannst unser Feind dir das Genick bricht. Meinst du wirklich, das klappt? Ich probiere es zumindest mal, weil wenn das der Fall ist, ey. Tatsache, LOL! Nein, das kann nicht angehen. Du lügst. Lügen tust du, das bist du. Ability Termin, nice. Ich schwöre, ich hab dann gedrückt, als die Kiste da war. Oh, ein grünes Triotech. Hi. Triotech. Ich glaube, nee, das funktioniert nicht. Doch. Nein. Es scheint ja zu funktionieren. Ein Buch. Ah, oh, das ist der gelbe Wälzer. Guck mal, und deswegen, man braucht hier sogar Donald und Goofy. Asas Glück. Die A-Reihe war da unten. Asas! Ah, das. So, warte mal. Nochmal. Ich glaub da nicht dran, nee. Wenn das der Fall ist, dann gehe ich demnächst Lotto spielen, Alter. Kann ich nicht. Warte mal. Da! Schon ist wieder! Dein Ernst? Ja! Dein fucking Ernst? Na, alle guten Dinge sind drei. Und es hat funktioniert. Ah, das Glück. Und dann sieht man. Wieder ein fetter Wälzer. Schinken. Ein dicker Schinken ist das. Was ist da? Die Bücherei ist voll. Die ist fähig. Oh, hier. Ja, warte mal. Blöde. Nehmen. Oh, ein blaues. Treu. Und was ist das für eine Reihe? Hier ist die I-Reihe, leider unvollständig. Zwei I's. I-Reihe, na gut. Oh, ah, hier. Und das ist die Treu, die T-Reihe. Da war aber der... Bibliothekar, heißt er so? Ja, Bibliothekar.
Der war nicht ordentlich, stimmt. Nee, der hatte einen richtig schlechten Job. Warum haben wir jetzt diesen Gang hier geöffnet? Damit wir einen Gang haben. Okay. Wir suchen jetzt hier nach einem... Nee, nach zwei blauen Büchern sogar. Was haben wir hier? Das ist ein grünes. Die D-Reihe. Da ist ein grünes, grünes I. So, Illy ist tot, Alter. Z-Reihe. Was sind das hier für komische Sachen? Irgendwie... Weiß auch nicht. Ganz kurios. Ich frag mich, wer da früher gewohnt hat. Rein theoretisch... Also eigentlich kommt der Kairi hierher. Aber stell dir mal vor, die wohnt hier in so einer riesigen Bibliothek und... Hat sie doch Glück, oder nicht? So will ich so sagen. Muss das hier hin? Ja, super. Danke. Wo kriegen wir denn jetzt noch ein paar Bücher her, liebe Leute? Schau dir hier oben. Wo bist du? Little town full of little people. Wo findet man die anderen erst später? Oh lol, was liegt denn hier? Zorns Opus. Ne, das ist die D-Reihe. Hier. Zorns Opus. Die brauchen wir rein. Zorns Octopus. Dr. Octopus. Ja. Knopf. Mr. President. Danke. Bam. Tür wurde entriegelt. Ja. Hey, Magic. Boah, ich will das früher, später auch haben. Was? Ein Knopf? So, nein, so ein Bücherregal. Also ja, eigentlich so ein Knopf. Aber so ein Bücherregal, wo du dann einfach diesen Knopf da hast und dann kannst du irgendwas damit so, weißt du? Ich habe auch schon, ich habe das auch schon abgesprochen. Noch cooler, ein Kleiderschrank, der keine Rückseite hat. Okay. Dann, wenn du so Narnia-mäßig, du musst durch den Kleiderschrank durchklettern, weil auf der einen Seite vom Kleiderschrank ist ja das Hinterteil nicht mehr da. Mhm. Und da du siehst in der auf der anderen Seite ist ein Loch und das kommt zu einem Geheimraum. Und du kommst nur in diesen Raum rein, wenn du den hier, wenn du durch den Schrank krabbelst. Das ist geil. Das habe ich mir überlegt. So werde ich mein Haus bauen. So, ich glaube irgendwie... Da kommt so ein Kackding hin. Hier geht schon mit den ganzen Rätseln los. Was steht hier? Ein Platz, der meiner gebührt. Ein Keller? Zum Beispiel ein Stück nach da? Nee. Denn ein Stück nach da. Bei den anderen stand gerade Zertrümmerung an meiner Seite und ich musste die Vasen kaputt machen, also... Das macht Sinn, ja. Und jetzt wahrscheinlich will ich da anfangen. Ich mochte die Rätsel hier immer. Die waren zwar simpel, aber mysteriös und schön irgendwie. Oh, was bist du denn? Noch ein Trio-Tech. Hi. Push den Stier. Noch ein Teil. Wer hätte das gedacht? Oh, aha. Mensch, Mensch. Wie ist denn um Klicks, Klicks? Oh, ich werde dich damit ewig noch verfolgen. Ich glaube auch. So, du warst Zertrümmerung an meiner Seite, ne? Ach, kacke, die Kerzen gingen aneinander weiter aus, oder? Nee, Quatsch, die habe ich übersehen. Scheiße, die gehen aus. Du hast gar kein Dings mehr. Warte. Item. Zelt. Truhe. Hütte. Oder eine Hütte. Abilitamin benutzen, Sora. Habe ich noch irgendwas Schönes? Nö. Oh, Magic. Oh, wer hätte das denn gedacht? What a coincidence. So, warte mal. Da haben wir jetzt den Blitz runter... Genau, da ist jetzt dieses Ding. Was, wenn du jetzt die Kerzen wieder ausmachst? Die Kerzen gehen nicht wieder aus. Wie, das sind Kerzen? Natürlich gehen sie irgendwann wieder aus. Ist das so unbenutzt? Emblemsplitter. So, die anderen waren unten. Hier war einer. Zwei. Drei. Achso, ja. Wo ist der vierte? Ich kann sagen, wie viele gibt es denn? Es gibt immer vier, komischerweise. Ja, vier ist so ein... Weiß nicht. So eine Zahl. Achso, bei Zelda. So, eins. Also, das ist wirklich ein Kanter. Nochmal machen müssen. Drei.
So, und den vierten haben wir noch nicht, ne? Fehlt noch einer. So, warte mal, der vierte, wo war denn der? Eine Pizza, zwei Pizzen. Die, auf jeden Fall war das Ding oben. Ich kann mich damit gar nicht mehr aufhören. Ich habe hier irgendwas übersehen, da bin ich mir 100% sicher. Also den da musstest du verschieben. Den da musstest du die Kerzen anmachen. Ich glaube, ich habe... Was steht da? Mach mich an. Die Kerze brennt. Wow. Oh, no shit, bro. Scheiße. Alter Schwede. Oh, mein Leben bereichert. So, Kerze brennt. Das Kerze war Zertrümmerung an meiner Seite. Blitz, das Ding in der Mitte. Fehlt denn noch was? War das, das war die Biblio, ne? Ja. Die Biblio. Bibli-Babidi-Bu. Oh, hä? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich überleg gerade. Also. Habe ich hier irgendwas ist das so elementarmäßig? Feuer, Wasser, Blitz oder irgendwie sowas? Ja, also hier, ich habe jetzt die Feuer angezündet und dann kam das Ding in der Mitte. Da ist